Hallo ihr Lieben, hier ist wieder Heike von Papierkult und ich freue mich, euch hier bei einem weiteren Video begrüßen zu dürfen. Wir machen heute eine rechteckige Stülpbox. Die Anleitung habe ich dazu gefunden bei Nadine Weiner. Die hat das da netterweise ins Netz gestellt. Ich habe gedacht, das mache ich heute mal ein Video davon, weil ich habe mich am Anfang da ein bisschen schwer mitgetan bei der Umsetzung. Deswegen habe ich gedacht, für alle anderen, die da auch Probleme mit haben, mache ich mal dieses Video heute. Das ist so eine Box, die kann man so aufklappen und dann könnt ihr da was Nettes reinpacken. Und wie ihr seht, ihr könnt das hier so drüber stülpen. Deswegen heißt das eine Stülpbox. Verzieren natürlich könnt ihr wie immer, wie ihr das gerne möchtet. Und ich hoffe, ich kann euch jetzt hier mal vernünftig zeigen, wie die gemacht wird. Dann bis gleich. So, meine Lieben, jetzt geht's los. Ich habe jetzt mal ein anderes Papier genommen mit dem Rosa. Das sieht man fast gar nicht in der Kamera. Ich hoffe, dass das jetzt hier besser geht. Wir müssen dann also ich habe hier einen 12x12 Farbkarton. Den schneiden wir zurecht auf. Oder auf gar nichts, wenn das hier so weitergeht mit diesem Schneidbrett. 22 x 22,5. Also 22. 22,5. So, jetzt habe ich die lange Seite ja liegen. Ich hoffe, dass man es jetzt echt besser sehen kann. Jetzt falte ich das Ganze bei 10 cm. 10 cm und bei 12,5. Gut. Jetzt dreht das Ganze um 90 Grad. Kann man es jetzt sehen? Auch nicht wirklich, ne? Oh, ich kann es nicht ändern. Ich weiß nicht, was ich noch machen soll. Naja, wir versuchen unser Glück. Also um 90 Grad drehen und dann falzen bei 2,5 cm. Mache ich erstmal auf der Seite. Dann drehe ich das Ganze um. Das ist einfacher beim Anlegen im Brett. 2,5. Dann bei 9,5. So. Und bei 19,5. Genau. So, dann drehe ich das Ganze wieder um 90 Grad. Genau. Und habe jetzt die schmaleren Rechtecke. Ich kann es nicht sehen, aber ich weiß nicht. Jetzt so besser? Ein bisschen, ne? Ah, okay, versuchen wir mal so. Also hier unten sind die schmaleren Rechtecke. Ja, die schmaleren Rechtecke sind unten und die breiteren oben. Ja, so lege ich das jetzt immer in ein Falzbrett rein und schneide jetzt hier auf jeder Seite einen halben Zentimeter ab. Also ich lege hier einen halben Zentimeter an und schneide bis zu dieser ersten Falz hier. Schneide ich einen halben Zentimeter weg und ich fange dann hier unten an, weil ich kann meine Schneidklinge, hier ist nochmal eine Kerbe drin, genau auf die Falzlinie legen und dann nach oben schneiden. Dann habe ich hier einen halben Zentimeter. Genauso mache ich das auf der anderen Seite. Genau, das schneide ich jetzt erstmal weg. So. Und dann lege ich das wieder so rein,
dass das ausgeschnitten, also dass das die breiteren oben liegt wieder. Weil das muss ich noch zwei Falzungen machen. Ich lege das wieder hier rein. Bei 2,5 cm. Und falze bis hier zu dieser mittigen Falzlinie. Die man ja leider nicht sehen kann in der Kamera. Das tritt mich gerade ein bisschen. So. Das Ganze auf der anderen Seite auch. Also wieder bist du dieser Faltlinie hier, ne? Wieso bist du jetzt unscharf? Aha. So, dann sieht das Ganze so aus, wenn man die Faltlinie erkennen könnte. Naja. So, jetzt müssen wir ein bisschen was wegschneiden. Und ich fange hier unten auf der langen Seite an. Auf der langen Seite hier unten. Weiß nicht, ob ich ein bisschen an euch hier ran. Nee, eigentlich nicht, ne? Mach es halt zurück. Tück, falsche Richtung. So. Der Teil hier unten. Das erste kleine rechteckige Teil bleibt gerade, wird gerader Schnitt gesetzt. Bis zur Falzlinie. Dann mache ich hier einen kleinen Kerbe rein von der Seite. So. Hier dasselbe Spiel, kleine Kerbe rein. Bis zur Falzlinie. Und von der anderen Seite auch. So, und hier mache ich auch eine kleine Kerbe, dass das so schräg ist, ne? So, dann drehe ich das Ganze um und schneide hier weg. So, und zwar das hier, dieses kleine Rechteck, Quadrat, und da ist ein kleines Quadrat, komplett weg. Kann ich eher auch so ein bisschen schräg schneiden. Hier wieder gerade. So. Hier auch wieder schräg. Schräg. Dann habe ich so eine kleine Kerbe drin. Ne? Hier schneide ich bitte wieder gerade. Ja, ich kann hier innen drin was rausschneiden, dass ich dann ein bisschen. Und hier auch gerade. Und das Außenteil mache ich dann wieder auch ein bisschen schräg. So sieht das Ganze dann aus. Ich mache dann noch weiter weg. Dann geht das nicht noch weiter. So sieht das Ganze dann aus. Ihr könnt es erkennen. So, so sieht das Ganze dann aus. So. Dann falze ich das Ganze einmal nach. Ach, ich habe noch was vergessen. Ich muss hier noch einschneiden. Also ich schneide hier noch ein. Von da bis hier. Das gibt nicht die Grundbox. Na, und von da bis da. Ich glaube, ich muss immer irgendwie anderes Licht besorgen. Muss ich mir extra schon eine Lampe gekauft habe. Aber naja. So, seht ihr, das sind dann die zwei. Das eine wird zum Stülpen, das andere wird die Box. Damit wir hier so einen Ausschnitt reinkriegen, habe ich einen kleinen Kreisstanzer, sondern einen Handkreisstanzer habe ich dafür genommen. Wir werden.
erstmal alles nachfalzen. So, damit ich das einigermaßen übereinander gleich habe, lege ich mir das schon mal so übereinander und markiere mir das praktisch selber mit dem Kreisstanzer und drücke das schon mal so rein. So, ich habe ja dann hier einen Abdruck drin, den man nicht sehen kann, warum auch immer. Da setze ich jetzt meine Stanze an. So, und dann wird praktisch zusammengeklebt, ne? So, wo habe ich mein Kleber? Kommt hier Kleber drauf. Kommt hier Kleber drauf. Kommt hier Kleber drauf. Dann baue ich das Ganze zusammen, dann bin ich erst klar, hier die Umsätze. Moment festhalten, bis der Kleber angezogen ist. Und dann kommt der hier rein, ne? Und der kommt oben vor. Kann man auch schon mal Kleber drauf machen. So, wie gesagt, ausrichten, Moment festhalten. Für innen drin kann ich dann noch mal das wird dann die Überschulbox. So. Das heißt, hier kommt Kleber drauf. Und an diesem angeschrägten kommt auch Kleber drauf. Dann mache ich erst wieder rein. Also sinnvoller wäre es natürlich vorher schon die Deko anzubringen. Das habe ich natürlich jetzt vor lauter nicht sehenden Falzlinien. Aber es hinterher zu machen ist auch kein Problem. So, habe ich das jetzt zusammengeklebt. So. Und dann, das ist dann die Schildbox. Zack, die wird dann einfach so übereinander geschoben. Wichtig ist einfach, dass ihr nicht vergesst, oder dass ihr dran denkt, hier nicht durchzuschneiden, weil dann fällt dieses Verbindungsteil weg. So, dekorieren. Ich habe zum Dekorieren genommen aus dem Set Rare Rose. Einmal hier habe ich die Blätter ausgestanzt, und zwar diese hier. Das habe ich mir wirklich schon vorbereitet in Pergamentpapier. Und aus dem Liebe über alles, dieses Etikett. Und mit der Prägeform und mit den Blüten habe ich dann diese. So. Das kriege ich jetzt hier drauf. Bin ich schon wieder aus dem Bild. So, das muss ich gleich nochmal wieder ausstanzen hier, mein Loch.
So. Was wollte jetzt ein Spruch? Ich hatte dann bei der Schachtel habe ich vielen Dank gemacht. Man könnte ja auch mal vielleicht aus dem Set was machen. Hey. Vielleicht sogar das Hey. Das nehmen wir einfach mal. Und das müsste olivgrün sein. Dann nehmen wir hier olivgrüne Stempelkissen. Ein bisschen aufräumen und Platz machen hier. Einmal Hey drauf stempeln. So, das mache ich gleich sauber. Schön wegräumen, bevor alles gleich in der Tinte liegt. Und das machen wir mit Stamping Blends jetzt mit drauf. So, habe ich meine Blüten, Pergamentpapier. Dann nehme ich noch mein Klebeband, mache da ein bisschen. Und dann kommt das hier mit rein. Man könnte auch eins drüber machen vielleicht. Mal ein bisschen anders. Aber dann sieht man nichts mehr. Machen wir es wieder drunter. So. Dann könnte auch noch ein bisschen Band. Wo haben wir unser... Den Leinenfaden benutze ich eigentlich mal sehr gerne, weil Leinenfaden passt eigentlich überall zu. So ein Multitalent in meinen Augen. Und dann nehme ich einen Klebepunkt. Bisschen bling bling. Bling bling ist nie verkehrt, oder? Genau, wir machen noch ein bisschen bling bling. Genau, so. Fertig sind die Stuhlbuchsen. Wie gesagt, dekorieren könnt ihr nach Herzenslust und Geschmack. Ich finde die total klasse, die Boxen. Dank der lieben Nadine Breiner haben wir da auch eine super Anleitung. Ich hoffe, ihr habt viel Spaß beim Nachbasteln. Bei Fragen könnt ihr mich gerne kontaktieren. Ansonsten bleibt gesund und wünsche euch einen schönen Tag. Ciao.